So, Hupfi, du bist jetzt seit ziemlich genau 3 Monaten Profi. Erzähl ein bisschen, was hat sich bei dir getan in deinem Profileben? Ja, es ist natürlich ein großer Unterschied zum Leben davor. Ich war ja davor Schüler und habe daneben bei den Amateuren relativ viel Training gehabt. Aber jetzt ist es halt einfach so, dass man sich nur auf Fußball konzentrieren kann und das tut mir natürlich gut. Du hast schon erlebt, wie schnelllebig das Profigeschäft sein kann in deinen kurzen 3 Monaten. Angefangen hat es mit der großen Freude, des Profivertrags zu unterschreiben und nachher hast du eine Verletzung gehabt. Wie war das für dich? Ja, das war natürlich in dem Moment ziemlich bitter für mich, weil es in der Vorbereitung relativ gut gelaufen ist für mich. Und ja, ich habe dann aber mit der Verletzung eigentlich auch an andere Sachen an mir arbeiten können. Das hat mir auch relativ gut getan, muss ich sagen. Und nach einem Monat oder 5 Wochen war ich dann eh wieder am Platz. Erzähl ein bisschen, was hast du alles gemacht? Ja, man ist halt viel im Kraftraum, man ist viel am Radl. Ich habe oberkörpermäßig viele neue Übungen kennengelernt und auch für Rumpfstabilität und auch Beine. Also da war ich top versorgt und das hat mir sicher was gebracht. Ja. Du hast nachher wieder bei Bad Kennsburg 2 in der Regionalliga gespielt, hast ein paar Spiele gemacht. Wie wichtig ist das, nach einer Verletzung wieder da in den Spielrhythmus zu kommen? Das ist natürlich sehr wichtig, also dass man wieder im Rhythmus kommt, dass man einfach Spiele über 90 Minuten absolvieren kann. Das gibt einem einfach dann Sicherheit. Und das war eben bei mir der Fall, dass ich gleich nach der Verletzung 3 Spiele über 90 Minuten bei der Amateure gemacht habe. Und ja, dann hat man wieder die Sicherheit, nachher fühlt man sich einfach wieder besser. Und ja. Auf deiner Position, links wie rechts außen, in der Verteidigung, hat sich doch einiges verändert. Zuerst ist der Lercher Michi abgegeben worden, der ist in der Bundesliga gelandet. Jetzt hat sich der Schimpi leider ein bisschen schwerer verletzt. Das heißt, die Chancen, dass du zum Spielen kommst, die sind ganz plötzlich ziemlich schnell und ziemlich hoch gestiegen. Ja, das stimmt. Natürlich tut es mir leid für den Schimpi. Eine Verletzung wünscht man natürlich kaum und ich hoffe, dass er schnell wieder zurück ist. Und Gott sei Dank ist es auch nicht das Kreuzbandel. Es ist doch nicht so schlimm wie angenommen. Und ja, ich werde versuchen, wenn ich die Chance kriege, ihn gut zu ersetzen. Und ja, ich hoffe aber trotzdem, dass er schnell wieder zurückkommt. Im letzten Spiel gegen Heidelberg hast du die Chance schon gleich gehabt. Du bist eingewechselt worden für ihn, wo er dann ausgefallen ist. Reden wir ein bisschen über das Spiel. Heidelberg 0-0 daheim, wissen wir alle, ist zu wenig. Aber wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, es war eigentlich ein ordentliches Spiel von uns. Wir haben im Gegner relativ wenig anboten, das heißt, wir haben wenig zulassen. Wir hätten selber gegen Ende hin mit der großen Chance das 1-0 machen können. Das sind halt so die engen Spiele, weil Heidelberg ist keine schlechte Mannschaft. Und eben, wenn man da zum Schluss nur das 1-0 macht, nachher fragt keiner mehr, ist egal. Aber hauptsächlich die 3 Punkte. Und so ist es halt ein 0-0 geworden. Aber ich denke, mit der Leistung können wir zufrieden sein. Es hat einfach nur im letzten Drittel die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Und an dem werden wir arbeiten. Jetzt haben wir 0-0 gegen den Aufsteiger gespielt. Davor haben wir das Spiel bei Ihnen verloren. Wieso tun wir es denn so halb bei denen? Ja, das wissen wir eigentlich selber nicht. Also, Heidelberg ist schon so, dass es keine gewöhnliche Aufstiegsmannschaft ist. Die haben schon sehr viel Qualität und auch sehr viel Erfahrung in der Mannschaft. Und die stehen ja nicht umsonst da, wo sie stehen. Also, es tun sich auch alle anderen Mannschaften extrem hart gegen die. Und ja, das ist einfach unangenehm zu spielen. Am nächsten Freitag oder am kommenden Freitag steht das Spiel gegen Austria Lustenau auf dem Programm. Eigentlich ein Aufstiegsmitfavorit, die hinken auch relativ weit hinterher. Wie wird das Spiel? Ja, das wird sicher ein schwieriges Auswärtsspiel werden. Also ich denke, es werden viele Leute kommen, das ist eh cool. Der Trainer ist ja jetzt weg bei ihnen und da ist sicher auch so ein kleiner Trainereffekt da, wie es oft eben so gibt. Und ja, in Lustenau ist immer schwierig zu spielen, aber ich denke, wir sind gut gerüstet und der Trainer wird uns gut darauf einstellen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir da 3 Punkte holen können. Aus Tirol gibt es auch einiges an Unterstützung. Ja. Die Fanclubs trommeln alles zusammen. Ihr werdet viel Unterstützung außen haben. Wie wichtig ist das für euch? Das ist natürlich extrem wichtig. Also, ich habe es jetzt vor allem auch in Amstetten gemerkt, wo doch relativ viele eigentlich von uns da waren und Stimmung gemacht haben für uns. Das hilft auch am Platz einfach ungemein. Und
Ja, das freut uns natürlich immer, wenn, wenn die Fans kommen, ist klar. Ich habe den Spielern, den Gegner natürlich analysiert, aus der Lust auch. Wie kann man denen helfen? Ja, es ist halt so, dass man gegen die halt im Zweikampf sein muss. Die haben viele spielerisch gute und schnelle Leute, speziell in der Offensive. Aber ich denke, in der Defensive sind sie doch verwundbar. Das haben sie in der Saison schon oft gezeigt. Und ja, ich denke, mit unseren schnellen Spielern können wir denen sicher wehtun. Ja, Hupfi, dann hoffen wir, dass wir ihn ordentlich wehtun können. Ja. Ich bedanke mich fürs Interview und wünsche dir alles Gute.